Verstanden. So, hallihallo, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Wir sind heute mal wieder hier zusammengekommen, die liebe Annette und ich, und wir wollen zum wiederholten Male über die geistige Welt sprechen. Liebe Annette, stell dich doch mal vor und sag mal denjenigen, die dich noch nicht kennen, die noch kein Interview von uns gesehen haben, wer du bist, was du machst, wofür du brennst und was dein Fokus ist. Ja, also ich bin examinierte Krankenschwester, psychologische Beraterin und jetzt seit 2 Jahren auch Healing und Jenseitsmedium. Noch als Trance-Medium und mache jetzt weiter Ausbildungen und möchte gern mal Kriminalmedium werden. Dafür brenne ich jetzt. Mega, das ist voll spannend, wie dich jetzt dieser Weg dahin geführt hat, ne? Dass das immer mehr in die Kriminalität reingeht. Wo genau siehst du dich da? Ja, weil ich jetzt, seitdem ich die Jenseitskontakte gebe, gemerkt habe, dass die Todesursachen so haargenau durchgehen. Also mit was war vorher, wie hat sich das abgespielt? Ja, das hatten wir ja, glaube ich, auch bei dem letzten, ne? Was war dein Vater oder irgendjemand, Ja, ne? also ich kann das nur bestätigen, Annette ist da Bombe, also 100 Punkte, Ja. genial, also das ist ein guter Da hatte ich Weg. ja vorher irgendwie auch gefühlt, dass irgendwie das ganz trocken war. Und du hast mir dann gesagt, dass er praktisch dann auch zum Schluss nichts mehr getrunken hat. Und Genau. ich kann mich jetzt nicht mehr an alles entsinnen, aber Ja, ich das konnte. stimmt, du hast direkt Ja. gesagt, Darmkrebs, bam. Ich, oh Genau, und ja. das hat sich jetzt immer mehr rauskristallisiert, dass ich eben tatsächlich ja, diese Ursachen, diese Todesursachen eins zu eins durchgeben kann. Und ja. Wertvoll, ne? Also wenn das dann Ja, mal sehen, ob es irgendwie gebraucht wird. bestimmt, bestimmt. Aber wir wollten ja heute über was anderes sprechen, Genau, ne? über was wollen wir denn heute sprechen? Über Zeichen aus der geistigen Welt. Ja. Magst du einfach mal deine neueste Geschichte erzählen über deinen Traum? Erstmal noch eine alte. Sehr gerne. Meine Eine spannende Lieblingsgeschichte. Geschichte für die Genau, Nacht. denn ich habe ja eine Lieblingsverstorbenen, was eigentlich so diese Liebe zur geistigen Welt überhaupt so erweckt hat in mir. Und zwar war vor 2,5 Jahren mein lieber Freund Thilo verstorben und ich konnte ihn physisch wahrnehmen schon. Also ich war abends mit meinem Hund spazieren und habe so mit ihm reden können, so als würde er neben mir stehen. Und wir wohnen ja nicht in derselben Stadt. Und da habe ich gedacht, was stimmt jetzt nicht? Ne? Bin nach Hause gegangen und habe gedacht, der muss tot sein. Ne? Wenn ich so mit ihm reden kann. Das ist noch nicht. Okay. Genau. Und dann habe ich halt rumtelefoniert und dann war das eben auch wirklich so eine traurige Geschichte mit Tür aufbrechen und all diesen Sachen. Und ich konnte tatsächlich wahrnehmen schon, dass er verstorben war. Und ich gehe davon aus, ah, jetzt ist er Hat er wieder sich da, dass rechtzeitig er mich. gemeldet, ne? Dass Letztendlich. er, genau, dass er sich gemeldet hat, weil er muss wohl schon 1, 2 Tage da gelegen haben Boah. und wurde auch nicht gefunden. Und wir hatten einfach nur 1, 2 Tage keinen Kontakt. Also das war ja nicht so unüblich, ne, dass man jetzt nicht jeden Tag mit jemandem WhatsApp schreibt und jeden Tag anruft und ja. Und dann hat sich das so wie ein roter Faden durchgezogen und dann habe ich so gehört, auch mich damit beschäftigt und ich war ja schon geistige Heilerin und wollte dann wissen, was sind jetzt nun die Zeichen? Ich möchte jetzt Zeichen von ihm aus der geistigen Welt haben. Ne? Und dann habe ich so, Hast du ja, sie? Da hast du sie richtig eingefordert von ihm? ich habe die richtig eingefordert, Ja. genau. Und dann habe ich so gesagt, ich möchte jetzt Zeichen. Ne? So. Und dann bin ich wieder mit meinem Hund gegangen und wieder an diese Stelle. Also es war jetzt so quasi 4, 5 Tage später. Später war das jetzt ungefähr gewesen und wusste, dass es wohl weiße Federn sind. Ja, aber natürlich können weiße Federn überall sein, sollten aber an der Stelle sein, wo eben jetzt gerade keine Tiere waren oder wie auch immer. Und da liegt mitten auf dem Fußweg dort an der Stelle eine weiße Feder und mein Hund kackt drauf. Genau auf diese weiße Feder.
Und dann gehe ich so nach Hause und sage, du, Thilo, war wohl nichts. Soll das heißen, scheiß drauf, oder? Ich weiß es nicht. Ich sage, schick mir verdammt nochmal ein richtiges Zeichen und hab's aber dann zum Glück losgelassen. Na, wenn du immer in diesem, ich will jetzt eins Ja, haben, nie haben wollen. funktioniert das nicht. Hab das schon wieder vergessen, dass ich das eingefordert habe und setze mich den nächsten Tag in das Auto. Und zwar ist das sein Auto gewesen. Also ich habe das, also genau, ich habe sein Auto dann bekommen. Und er hat so einen Stick gehabt, wo wir immer mal zusammen Musik gehört haben. Und da war immer Leonard Cohen, hat er gehört. Und das war immer so melancholisch. Und dann habe ich gedacht, okay, dann weine ich jetzt mal eine Weile, setze mich in sein Auto und höre unsere Musik an. Und ich mache den Stick rein. Und ich bin nichts, ne? Und da erscheint auf dem Display, ich habe es aufgeschrieben, damit ich die Wörter richtig weiß, es geht mir gut. Und genau an dieser Stelle beginnt das Lied von Westernhagen. Ohne vorher irgendwie, es ist ja noch eine Strophe davor, sondern es das geht wirklich mit diesem Refrain los, es geht mir gut. Und dann sage ich, super, Tilo, danke. So kann es weitergehen. So kannst du mir die Zeichen schicken. Ja, dass wir das auch wirklich kapieren, ne? Also manchmal braucht man ja so ein, es muss ganz klar sein, ne? Ach, Ja. wie schön, ja, wie schön. Ja. Und so hat sich's durchgezogen. Also er ist seitdem in meinem geistigen Team. Er hilft mir bei den Jenseitskontakten und ich kommuniziere ganz normal mit ihm wie mit einem Lebenden. Ach Cool. doch, ich hatte war von ihm noch eins. Genau. Darf ich das noch erzählen? Ja, unbedingt. Also wir wollen es ja heute nicht ganz so lang machen, deswegen. So. Ja. Da hatte ich auch, Abschalten schon, aber ich glaube, das ist ja so spannend. nein, da hatte ich auch, weil er ist in meinem geistigen Team und dann habe ich Jenseitskontakte gegeben auch und das war wieder so einer auf den Punkt Jenseitskontakt mit Beweisführung und Todesursache und alles hat wirklich, ich konnte alles wirklich beweisen. Und dann habe ich mich nächsten Morgen bei ihm bedankt. Und habe ich gesagt, oh, so Tilo, das war echt toll gestern. Und ich war alleine zu Hause mit meinen, jetzt muss ich überlegen, wie viele Hunde ich da noch hatte, 3 Hunden, genau. Und habe dann zum Dank eben morgens also unsere Musik angemacht, habe das Handy auf den Küchentisch gelegt. Du kennst dich ja so ein bisschen aus, wir haben ja diese Insel, ne? Und genau, das Handy wirklich neben den Kühlschrank, das ist vielleicht 300 Meter, 3 Meter von der Tür entfernt. drei Meter von der Tür entfernt. Und so eine kleine Box habe ich da gekoppelt und dann habe ich schön unsere Musik abgespielt, habe mein Frühstück gemacht. Dann wollten die Hunde ihr Frühstück. Und mach den Hunden das Fressen, lass die raus und geh wieder zurück. Und neben dem Handy und der Box liegt eine weiße Feder in der Küche. Nein. Und jetzt, wir haben ja schon, da ist jetzt ja über 2 Jahre Kontakt, ne? Also das wundert mich überhaupt nicht mehr. Also da kann nicht zufällig was vorbeigeflogen sein, da kann nicht zufällig irgendwas. Na? Da flattert nicht mal eben so eine Taube rein. Nee. Und da habe ich dann auch ein Foto gemacht und zwar, wie gesagt, ich war auch alleine und deswegen fand ich das wunderbar. Und Ein so zieht sich das durch. Voll schön. Ja, danke für die Geschichten. Und du hast ja eben schon von deinen Hunden erzählt, ne? Und hast überlegt, wie viele Hunde du noch hast. Ja. Ich komme direkt, nehme ich das mal als Überleitung. Gibt es ja noch eine ganz schöne Geschichte und das habe ich mich tatsächlich auch mal gefragt. Können Tiere auch mit uns kommunizieren aus der geistigen Welt? Wie ist das? Was sagt die Profifrau dazu? Ja, ein ganz klares Ja. Und dazu gibt es gerne jetzt mehrere kurze Geschichten. Also unsere Pauli, ich muss jetzt überlegen, es ist, glaube ich, jetzt 2 Monate her. Sie ist wirklich sehr alt geworden und vielleicht kann ich noch ein kleines Stück zurückgehen. Ich habe ihr gerne auch Healings gegeben, ne? Trance-Healings und danach ging es ihr auch besser.
Und ich hatte auch eine Sache, da habe ich ihr Quietschi aufgeladen, also ihr Spieltier. Also das haben wir, glaube ich, auch schon erzählt, wo es dann ganz voll Energie war und wo die dann sogar in der Nacht uns noch geweckt hatte, weil die so viel Energie hatte. Also Also wir nochmal haben. ganz kurz, das weiß ja nicht jeder, ne? Also, was Ja. bedeutet Quietschi aufladen mit Energie? Also was? Ach so, ja, also man kann. Genau, man kann natürlich jetzt, wenn ich jetzt geistige Heilung mache, diese Energie auch in den Gegenstand fließen lassen und diesen Gegenstand, also einem Kind oder einem Tier anbieten, und er nimmt ihn wirklich nur dann, wenn er das braucht. Und Pauli hatte wirklich 5 Wochen oder noch länger das unberührt liegen lassen. Und nachdem es ihr wirklich ganz schlecht mal ging, nach dem letzten Friseurtermin, den sie noch hatte, hat sie das dann genommen und damit gespielt und sagt: Oh mein Mann, guck mal, Pauli nimmt das jetzt, das war morgens irgendwie. Und dann ging es ihr wirklich besser, und dann in der Nacht war ein Rabatz. Und dann haben wir gedacht: Oh, jetzt geht es ihr wieder schlechter. Und dann war das tatsächlich so, sind wir 1 Uhr zu zweit aufgestanden und haben eine Stunde mit ihr gespielt, weil die so viel Energie hatte. Okay, das musst du demnächst mal, das darf man dann also nicht vorm Schlafen gehen anbieten. Ja, also das ist tatsächlich so, wenn man Gegenstände auflädt, also entweder kann man die nicht dauerhaft tragen, muss sie zur Nacht abnehmen oder eben wirklich nur zu den Gelegenheiten nehmen, wo es einem wirklich schlecht geht. Okay, Und das bleibt auch dauerhaft, mit der die Power. Energie, genau, bleibt dauerhaft geladen. Also da kann ich ja noch mehrere Geschichten darüber erzählen. Wir sind aber heute ja bei den Zeichen. So, und dann haben wir eben dadurch, Pauli ist wirklich sehr alt geworden, dadurch, dass wir sie eben gut immer wieder energetisieren konnten. Und als wir sie dann gehen lassen mussten, habe ich ihr vorher auch noch Healings gegeben aus der Ferne. Also ich war nicht da, mein Mann hat mich angerufen und hat gesagt: Ihr geht so schlecht, irgendwas war. Ne? Und ich habe mich hingesetzt, habe Healings gegeben, und dann gebe ich ja auch immer durch, was ich gefühlt habe. Und dann sage ich zu Mama: Du, die ganze linke Kopfhälfte tut mir weh. Also ich habe solche Kopfschmerzen, also ganz schlimm. Und dann habe ich am nächsten Tag nochmal Healing gegeben, und da sage ich: Du, es zieht mich wie so ein Schatten ganz stark nach unten. Also ich hatte das Gefühl, es zieht etwas aus meinem Körper heraus. Das habe ich ihm auch so beschrieben. Da wussten wir aber wirklich noch nicht, dass wir sie gehen lassen müssen. Ja, das heißt, in dem Moment spürst du ja ihre Energie, ne? Genau. Also beim Healing wandere ich praktisch durch ihren Körper, beziehungsweise ich habe die Möglichkeit, eben die Energie durch den Körper fließen zu lassen und nehme das an meinem Körper wahr. Du übersetzt das dann quasi. Und ja, dann mussten sie tatsächlich dann auch an dem Tag eingeschläfert werden. Das klingt immer so blöd, weil es ging wirklich nicht mehr. Denn sie hatte einen Schlaganfall gehabt. Das war das, was ich mit den Kopfschmerzen so stark gespürt hatte. Und ja, wir waren lange nicht im Frieden damit, ob es der richtige Zeitpunkt war. Und Ist zwei Wochen später. ein Zeichen kam? Wie So lange, bis ein Zeichen kam? bitte? Genau, mindestens eins, genau. Und ja, 2 Wochen später kam das zweite Zeichen. Das erste Zeichen hat mein Mann alleine gekriegt. Und das zweite Zeichen, da war ich dabei. Und wir sind Fahrrad gefahren. Er fährt vor mir. Und auf einmal fällt seine Lampe vorne vom Fahrrad ab. Und die war auch an, er macht die selten an. Die war an und hat auch geblinkt. Und die ist wie so eine Taschenlampe vorne drauf gesteckt. Die fiel dann runter, zersprangen alle Einzelteile, lag aber so da, dass die blinkend auf mich gezeigt hat. Ich bin dahinter gefahren. Und das war so ein absurdes Bild, weil die eigentlich total auseinandergefallen ist, aber immer noch blinkte. Und dann sage ich zu meinem Mann: Was hast denn du jetzt gemacht? Also der war nicht durch ein Schlagloch gefahren und nichts. Und dann sagt er: Nee, gar nichts. Ich habe jetzt gerade dran gedacht an Pauli, und dass es jetzt genau 2 Wochen her ist, in dieser Zeit jetzt, dass ja jetzt die Zeit ist, wo sie vor 2 Wochen eben gegangen ist. Da sage ich: Wie krass. Geben Tiere jetzt Zeichen? Schön. Und ja, dann habe ich das wieder gehen lassen. Und
Vielleicht eine Woche später habe ich auch abends einen Jenseitskontakt gegeben und die Botschaft für die Hinterbliebene war, ich gebe dir Zeichen über elektrische Geräte. Also ich habe es jetzt nicht mehr ganz so, aber ich habe es dann vorgelesen und das war dann eben über Fernseher, Handy, Medien und so. Und das habe ich ihr dann noch so erzählt und habe noch so gedacht, ja. Über den Fernseher jetzt, den wir 1,5 Jahren haben, haben wir noch nie ein Zeichen gekriegt. Ne? Geh zu meinem Mann, schau noch eine Stunde mit fern und er macht den Fernseher aus, legt die Fernbedienung weg und ich kümmere mich um meine Hunde. Die dürfen abends immer noch ein bisschen mit fernsehen, dass die auf ihren Schlafplatz dann gehen. Einmal geht der Fernseher wieder an. Ich rufe meinen Mann an. Ich sage, guck mal, der ist von alleine wieder angegangen. Und dann waren schwarz-pinke Streifen. Ich habe es fotografiert und habe es ja auch in meinen Kanal dann reingestellt. Da muss man darf auch wissen, dass die Herzenergie pink ist. Ja. Ja, genau, schwarz-pinke Streifen. Und dann habe ich so gesagt, okay, jetzt möchte ich aber wissen, wer dahinter steckt. Und das dürfen wir tatsächlich fragen, wenn wir diese Zeichen kriegen. Und dann habe ich den Fernseher ausgeschaltet, also komplett vom Strom getrennt und den Schalter wieder angemacht. Und mein Mann hat nur so auf die Fernbedienung gedrückt. Und was erscheint da? Eine Filmszene mit einem Ehepaar und einem großen Hund an der Leine. Und dann sage ich, wunderbar, Pauli, danke, das reicht mir. Und dann haben wir den Fernseher wieder ausgeschaltet. Ach, wie geil. Mega. Mega schön. Ja. Was das auch für ein Amüsement ist bei euch zu Hause dann, ne? Also. Ja, sowieso. Und ich bin so dankbar, dass mein Mann das mitmacht. Als ich angefangen hatte mit den Jenseitskontakten, ging sie ja die Waldfee ab. Und dann habe ich gesagt, machst du es mit? Und sie, ja. Aber die Jenseitigen haben ja, die wissen also nicht nachts und nicht so, Ah, gibt's so Anweisungen? intimes. Ja. Ja, sollen sich bitte schön aus dem Schlafzimmer raushalten. Verbot. Wir hatten ja auch, ich hatte dir ja zwei Kontakte gegeben, ne? Und bei dem Ja. letzten Kontakt hattest du ja auch irgendwie eine Botschaft, auch mit Zeichen, ne? Das war Kerzen oder Licht. Genau. Da Ja. würde ich jetzt mal von meinem Zeichen erzählen. Und Ja, zwar gerne. haben wir uns ja hier auch per Zoom getroffen und du hast mir einen Jenseitskontakt mit meinem Vater ermöglicht. Genau. Der hat sich ja ein paar Tage vorher schon angekündigt und dann haben wir erstmal so eingeschaltet und dann sagst du noch zu mir, hä? Bei dir ist aber dunkel, Antje, mach doch mal das Licht an. Dann habe ich ein bisschen mehr Licht angemacht und in dem Moment, glaube ich, wo ich das Licht angemacht habe, ist bei dir eine Kerze Ja, gegangen, ne? genau. Ich hatte die ganze Zeit hier mit den Katzen und mit den Lichtern. Sag ich, Mensch, das ist aber komisch hier. Mein ganzes Licht spielt hier verrückt. Genau, du hattest in dem Moment ist deine eine Kerze ausgegangen. Du hattest, glaube ich, zwei Das stimmt. brennen Ja, ich habe zwei hier stehen. und eine ist ausgegangen. Und da hast du da irgendwie rechts hingeguckt. Also ich stand wohl hinterm PC und ich habe es nicht gesehen. Und musste man schon lachen, ne? Und da habe ich schon gedacht, ah, wer weiß, was das jetzt hier wird. So. Und dann hast du aber nicht so richtig zu meinem Vater so, also hast ihn zwar beschrieben, aber es war immer so ein bisschen, und ich immer so, nee, ist nicht so ganz. Und dann hast du gesagt, ah, lass mal das erstmal sein, machen wir erstmal eine Pause. Und dann hast du ja den Impuls bekommen, wir ziehen eine Karte. Ja. Genau, also ich kriege die Botschaften über Karten. Genau, und dann war es ja irgendwie so, dann ist bei dir plötzlich irgendwann zwischendurch die Kerze wieder angegangen. Genau. Genau. Die Kerze wieder angegangen, wie aus dem Nichts. Also ich habe mich schon kaputt gedacht. Und dann hast du ja die Karte gezogen, wollte ich eine Zahl nennen. Und dann hast du die Karte gezogen, Ich ich gebe dir Zeichen über Licht, muss es nee, gewesen sein. noch nicht. Jetzt hast du es schon Ach so. verraten. Genau, erst kam die Karte, ich unterstütze dich bei deinem Neubeginn. Ah, Und dann okay. hast du noch gesagt, ah, nee, irgendwie muss noch eine her. Und dann hatte ich aber schon direkt die 12 im Kopf, dann habe ich dir die 12 gesagt. Und dann hast du sie gezogen und mir noch nicht gezeigt und hast schon so schlimm gelacht. Und dann habe ich gesagt, so her, jetzt aber her damit. Und dann war das wirklich, ich gebe dir Zeichen über Licht. Ja. Und das Lustige war ja, dass ich Tage vorher schon, damals war ich noch in Mallorca, in dem Haus,
Und da hat immer das Küchenlicht geflackert. Da war wie so ein Kronleuchter und da waren so vier Lampen an und drei haben immer nur geleuchtet, beziehungsweise wenn es geflackert hat, waren dann immer nur zwei an. Also das war die ganze Zeit vorher schon, die Tage vorher hat sich das schon angekündigt. Und da frage ich ja dann auch immer, ja, wer ist da gerade? Ist jemand da? Und seitdem, und genau, und das war dann das ganz Schöne kam dann noch, woran ich meinen Vater wirklich erkannt habe, dass er das ist, hast du noch gesagt, du sollst mir ausrichten von ihm, er kommuniziert mit mir über Licht, weil ich zu Lebzeiten sein Licht war. Boah. Und dann habe ich nur geheult. Dann habe ich ja so geweint und dann wusste ich, okay, das. Und dann kam aber auch so die Erkenntnis, ah, das war genau richtig, wie es war, nämlich, du hast ja auch gesagt, ne, dass die Verstorbenen sich auch teilweise so im Reading verhalten, wie sie sich Genau. im Wenn Leben die zaghaft durchkommen oder nicht alles preisgeben, dann haben die das, ist es die Charaktereigenschaft eben zu Lebzeiten auch schon gewesen, die genau. wenig sichtbar war. Genau, das passte auch, weil mein Vater wirklich eher im Hintergrund war. Und ich wirklich auch für mich das Gefühl hatte, ich halte die ganze Zeit meinen Vater am Leben. Mit meiner sprühenden Freude, mit meiner Lebensfreude. Und das, ja, und jetzt weiß ich auch, mein Vater unterstützt mich aus der geistigen Welt viel, viel mehr, als er es damals möglich machen konnte. Das ist ja das Schöne, ne? Und du hattest mir danach noch eine Sprachnachricht geschickt, dass du mit ihm über Kerzen jetzt kommunizierst. Das hast du ihn irgendwas gefragt, dass er antwortet Genau, ich habe am nächsten Tag hatte ich drei Kerzen angezündet, solche großen Stumpfkerzen, die waren alle gleich groß und zum selben Zeitpunkt habe ich die angezündet. Dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, so, Fati, jetzt aber, wenn du jetzt da bist, sag mir mal, gib mir ein Zeichen. Jetzt will ich mal sehen, dass du da bist, ne? Und ich will jetzt mit dir sprechen, so ungefähr. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe wirklich nur auf die Kerzen geguckt. Und dann hat eine einzige, die Linke, hat komplett angefangen zu flattern, die Flamme. Die ganze Zeit so. Und die anderen zwei daneben, komplett ruhig. Komplett ruhig. Und dann habe ich angefangen, ich musste so lachen, dann habe ich angefangen zu spielen. Ich so, Fatih, wenn du das jetzt bist, hör auf damit. Dann war Ruhe. War die Flamme wieder still. Und dann habe ich gesagt, so und jetzt nochmal. Und dann ging es wieder los. Also, ich habe es auf Video aufgenommen, es war mega. Es hat so einen Spaß gemacht. Und das, ja, ich will das auch wirklich an die Zuschauer weitergeben. Leute, es hat keine Angst davor, hat keine Angst, hat keine Bedenken. Nutzt die geistige Welt, nutzt eure Guides, nutzt eure Liebsten, um euch hier in der Welt, im Alltag zu orientieren, zu fragen, hey, ich weiß nicht weiter, wie geht's? Was kann ich machen? Was ist der nächste Impuls? Ey, wie oft frage ich nach oben und dann ratzfatz kommen die Antworten. Das ist so erleichternd und du bist nicht alleine damit. Du brauchst nicht alleine durch die Gegend laufen und ja, alles allein machen. Das ist nicht notwendig. Also mit diesen traut euch, würde ich gerne auch noch mal was sagen, Ja. weil selbst ich bei mir in meiner Familie habe das, dass meine Schwester ist sehr gläubig und sagt, ja, das, was du da machst und da ist ja auch das Böse und dies und das. Also die Menschen, die so sehr gläubig sind, haben natürlich, sind teilweise so geprägt, ne? Über Angst auch schon. Ja, auch mit diesem Dunklen. Aber wenn wir uns jetzt mal richtig vorstellen, wir kommen aus dem Licht und wir gehen in das Licht. Also das, glaube ich, das Verständnis haben die Menschen zumindest, die hier zuschauen. Und wenn du jetzt eine Kerze nimmst und sie an die Wand hältst und wenn du die vorher anzündest, na, dann wirft der Körper Schatten, aber reines Licht wirft keine Schatten. Also da, wo reines Licht ist, gibt es keine Dualität, gibt es keine Schatten. Boah, ich schon Gänsehaut. Ja, Oh, von oben. und das ist vielen nicht bewusst und deswegen, du kannst es wirklich probieren. Ja, Na, okay. mach das, stell das hin, zünde eine Kerze an.
Und dann siehst du das, wow, dieses Duale haben wir hier. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, das ist das Böse und das, dann sind das seine getriggerten Anteile. Na, nicht, das hat nichts damit zu tun, überhaupt nicht. Also in der geistigen Welt, die wollen nur, dass es uns gut geht. Das ist lichtvoll, das ist liebevoll und da gibt es nichts Böses. Und Punkt. an Humor. Wir haben jede Menge Humor. Ja, genau. Und das wundern sich auch viele, ne? Dass man so viel Spaß hat bei Jenseitskontakten. Deswegen haben wir Ja. ja auch so viel Spaß bei den Unterhaltungen. Ne? Wenn, also, ich glaube, manchmal haben die Leute, die unsere Videos angucken, denken schon, oh, wie die da, also wie locker flockig wir darüber reden. Wenn, also für uns ist das ja echt, ja, schon Ja. normal. Ne? Das ist ja auch so. Denen geht's ja gut, Ja. ne? Und die, sage ich mal, spiegeln das ja auch wieder. Die transportieren das ja, dass es ihnen gut geht. Und ja. So Gut, wir wollten schön. nicht so lange machen, keine Ahnung. Ich habe es nicht auf die Uhr geschaut, aber es ist schon relativ Ja. spät. Also wir haben jetzt schon 20 Minuten. Ja, Ich wir glaube, wollten ja nicht ich würde länger. gern, also ich würde tatsächlich gern noch die ist einfach zu schön, die Geschichte mit meinem Papa auch, Ja. die ich erlebt habe, als er gestorben ist. Das würde ich echt gerne noch nachschieben. Und dann kommen wir ja noch dazu, du hast ja auch noch was Spannendes für die Zuhörer in petto, worauf sie sich freuen können. Genau. Ganz kurz, also, mein Vater ist gestorben 2017. Beerdigung war vorbei, ich bin dann wieder nach Mallorca geflogen, war das erste Mal im Meer schwimmen und war dann so für mich und in meiner Traurigkeit auch noch und bin dann wirklich geschwommen. Und aus dem Meer raus habe ich wirklich nach oben, ich sage, Vati, boah, gib mir ein Zeichen, dass es dir gut geht, dass ich weiß, du bist jetzt gesund, weil er ist ja an Darmkrebs gestorben. Er ist auch dann irgendwie, also nichts mehr getrunken, nichts mehr gegessen. Also es war wirklich, hat sich 3 Wochen lange, lange hingezogen, dieser Sterbeprozess. Also es war schon sehr traurig auch alles und sehr, ja, einfach traurig, ne? Genau. Und dann bin ich raus aus dem Wasser. Habe mich abgetrocknet, bin dann so mit dem Handtuch noch so lang geschlendert an dem Wasser und greife dann intuitiv, also wirklich bis hier zum Arm, war ich in einer Felsspalte drin und habe reingegriffen und habe einen dicken Stein erwischt und habe den hochgeholt. Und dann gucke ich da drauf, das ist so schräg, das kann man eigentlich, ja. Da steht ein M drauf. Ein schwarzes M mit einem Edding draufgeschrieben. Und zwar so ein kleines M. Nicht ein großes, sondern so ein kleines. Und mein Vater hieß Manfred Müller und hat immer beide Ms mit kleinen Buchstaben unterschrieben. Und ich habe geschrien vor Freude, ich habe geweint. Meine Freundin, die saß da, die hat gedacht, jetzt was ist mit der los? Also ich bin völlig ausgetickt, aber vor Glückseligkeit und Dankbarkeit. Ne? Und dann konnte ich loslassen. Dann konnte ich auch wirklich so, wow, er ist in Sicherheit. Geil, dem geht's jetzt gut. Und ich brauche mir keine Sorgen machen. Es ist überflüssig und das war so beruhigend für mich. Es war richtig schön. Ja. Genau. Und du Liebe, wenn Menschen auch solche Geschichten teilen möchten mit Menschen, die dafür offen sind. Die hast du vereint und zwar wo? Wo können die sich? Du hast eine Art Netzwerk gegründet, ne, für Menschen, die jenseits. Ja, ich habe mich aus den Medien relativ zurückgezogen jetzt aus Facebook und Instagram, aber ich habe noch einen kleinen, feilen eigenen Telegram-Kanal unter meinem Namen, Anna-Trolle Albrecht, Jenseitskontakte und mediale Beratung. Also auf Telegram. Ja. Der ist relativ frisch und wir sind Also, jetzt 65 Leute und tauschen uns aus. wir wachsen stetig und ich bin ja da auch drin. Also, und ich liebe es auch, wenn du da die Impulse reinstellst und man merkt richtig, ja, was für eine liebevolle, dankbare Herzensverbindung da ist, dadurch, dass alle ihre Geschichten so teilen und dass wir nicht alleine sind damit. Und das ist sehr tröstend, finde ich schön, genau. Und den Link, den kann man gerne hier unter das Video stellen.
Danke. Und dann hast du ja noch was richtig Cooles, was aber noch geheim ist. Also Ja. magst du uns ein bisschen reinschnuppern lassen? Was gibt es denn demnächst? Worauf Ja, können wir das gibt uns es häppchenweise, glaube ich, auch in meinem Kanal. Da habe ich, glaube ich, schon mal eine Sprachnachricht, ein gelesenes Kapitel. Ja, ich schreibe aktuell an meinem Buch und das ist der erste Teil ist autobiografisch und der zweite Teil ist mit Anleitung zur Selbstheilung. Und der Titel ist, jetzt bin ich gespannt. Halt's mal kann man unten. sehen. Nee, halt's mal nach unten weiter, dass uns richtig ran, dass man nur den Titel sieht oben. Weiter runter. Jetzt. Psychisch daneben oder genial medial? Genau. Was für ein geiler Titel. Genau. Ach, wie cool. Und es wird auf jeden Fall zum Jahresende als Hörbuch erscheinen. Und wann es in Print vorliegt, das kann ich jetzt noch nicht sagen, da ich noch keine Zusage vom Verlag habe. Aber letztendlich werden sie es dann vielleicht sogar in Eigenregie auflegen. Ich weiß es noch nicht. Ja, aber es entsteht, es wächst und wächst und wächst und ich freue mich Ja. riesig drauf. Also der Titel ist schon mal bahnbrechend. Ja, da können wir ja irgendwann auch drüber reden, aber jedenfalls in meinem Kanal werde ich ab und zu ein gesprochenes Kapitel veröffentlichen. Ah, da stellst du schon mal Häppchen rein. Also liebe Leute, ratzfatz in den Kanal reinschauen und erfahrt ihr noch mehr von uns. Also, Liebe, das war so Oh, schön. ich danke dir. Ja, also ich weiß, wir können stundenlang weiter plaudern, ne? Weiß. Aber ja, häppchenweise. Dann, wir versorgen ja die Menschen mit ein bisschen mehr Informationen. Genau. Ja, Ganz, ich ganz danke lieben dir. Dank von Sardinien nach Mallorca. Ein Ja, Intro Talk war das absolut. heute. Ja. Und ja, vielen Dank, dass es dich gibt, dass du dass du deine Gaben für uns zur Verfügung stellst. Mega schön. Sehr gerne, du Liebe. Also, Dann, bis ich danke bald, bis zum dir nächsten und Interview und da gibt es bestimmt noch jede Menge zu reden. ach, wir Mädels finden immer irgendein Thema. Genau. Ja, mal gucken, was hier unsere Verwandtschaft da oben noch so alles aushält. Liebe, danke dir. So, warte, jetzt suche ich mal ganz kurz hier, wo es ausgeht. Bleibe ich einfach noch drinnen. Kriege ich auch noch hin. So, abspannen. So, da oben. Also nochmal tschüss.